Ich sitze jetzt seit gefühlt 5, 6, 7 Minuten hier und weiß nicht, wie ich dieses Video beginnen soll. Ich hatte sonst immer die letzten Videos über die letzten Wochen hinweg, hatte ich immer einen schönen Anfangssatz. Ich habe ja meine Begrüßung irgendwann mal abgelegt, diese Catchphrase, die viele haben, am Anfang, wenn sie immer das Gleiche sagen, so: Herzlich willkommen in der Game Mansion, oder wie der Pronum immer sagt, Mahlzeit, Moin, guten Abend, Tralali. Na, jeder hat ja immer so seine Catchphrase von den YouTubern, die sie ganz am Anfang des Videos raushauen. Das hatte ich früher auch mal. Da hatte ich immer Herzlich willkommen in Finchys Welt, oder ich hatte am Anfang auch Mahlzeit und so. Das finde ich für mich aber Quatsch. So klar, es hat natürlich einen Wiedererkennungswert, wenn Leute das machen. Da weiß man direkt, ah, ich bin gerade beim Raketenjansel auf dem Kanal, ne? Moin, 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 was geht, was geht, was geht, oder so. Das sind halt Sachen, die einen so ein bisschen in so ein Video reinziehen. Aber ich habe irgendwann gedacht, irgendwie ist das Quatsch, so, ne? Weil du fängst halt eh an mit einem Thema und dann kannst du auch das Thema direkt ansprechen. Dann habe ich diese Begrüßung für mich irgendwann abgeschafft mit diesem typischen Catchphrase am Anfang, den jeder irgendwie so hat. Wie gesagt, kann man ja machen, ist ja gut, aber mir war das irgendwie so, warum? Warum macht man das? Steig doch einfach mit dem Thema ein und dann ist doch gut. Aber jetzt für diesen Monatsrückblick ist mir nichts eingefallen. Was soll ich denn sagen? Ja, März 2019? Hallihallo? Keine Ahnung. Deswegen nehme ich einfach jetzt dieses dumme Gelaber hier und setze das einfach an den Anfang und ihr müsst mir damit klarkommen. Ansonsten reden wir jetzt gleich nach dem Intro über alles, was im März 2019 bei mir so abgegangen ist. Jawohl, das war doch cool. Intro. Der Monat März war bei mir vollgespickt mit, ach, was weiß ich, es ist so viel passiert in dem Monat. Ich habe ja mein Handy immer hier neben mir liegen. Ich hoffe, der Akku reicht noch für den ganzen Monatsrückblick. Es ist nämlich unfassbar viel passiert. Die Monate vorher waren auch immer gut, war auch interessant. Viele Sachen sind passiert. Auf und ab ging es die ganze Zeit, das letzte halbe Jahr quasi. Aber der März jetzt, 2019, der toppt tatsächlich alles, was davor irgendwie gewesen ist. Ich habe so viele Sachen hier auf meiner Liste stehen. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an, würde ich sagen, weil sonst schaffe ich das alles gar nicht. Ja, das Erste, was ich nämlich ansprechen möchte, ist nämlich ein sehr, sehr schönes Thema, ein sehr cooles Thema, denn wir haben unfassbaren Abonnenten-Zuschauer-Zuwachs gehabt auf diesem Kanal hier. Das ist mega krass gewesen. Ich habe Anfang, ich muss mal mich an der Nase, was ist denn hier los? Wieso juckt denn meine Nase so? Ich habe Anfang März, es war irgendwann an einem Freitag oder an einem Samstag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich irgendwann die 8000 Abonnenten geknackt. Das war schon sehr, sehr gut. Ich hatte Ende Januar, weiß ich noch, weil da habe ich den Monatsrückblick nämlich so genannt, ne, wir sind 7500. Und dann habe ich es geschafft, bis Anfang März die 8000 zu knacken. Das heißt, so über den Februar verteilt kamen nochmal so knapp 500 Leute dazu. Super. Das ist schon grandios. Aber dann ist was passiert, was ich nicht voraussagen konnte, wo ich auch nicht noch vorbereitet war. Und zwar ist ein Video bei mir auf dem Kanal so unfassbar abgegangen, dass ich es geschafft habe, innerhalb kürzester Zeit sogar auf 9000 Abonnenten zu kommen. Und das ist etwas, womit ich nie im Leben gerechnet hätte. Ich meine, man sagt immer, wenn man einen Kanal startet auf YouTube oder wenn man irgendein Projekt startet, was so hobbymäßig ist, ne, dann sagt man immer irgendwann, das hätte ich niemals gedacht, dass das Projekt oder dass mein Kanal in diesem Moment dann, dass das mal so groß wird. Und 9000 irgendwas ist für mich groß, ne? Als ich angefangen habe, habe ich immer gedacht, so, boah, wenn du mal 1000 Leute, 1000 wäre schon geil, habe ich immer gedacht. Die kamen dann noch irgendwann, das hat halt alles immer so ein bisschen gedauert. Wie gesagt, ich mache YouTube seit 2011, 2012 so ungefähr. Und das ging halt am Anfang sehr langsam natürlich, aber das war alles in Ordnung, ich habe das gerne gemacht. Und als ich die 1000 damals geknackt habe, das war unfassbar cool. Aber dass ich wirklich mal in Richtung 10.000 gehe und dass ich mir Anfang 2019 das Ziel setze, in diesem Jahr die 10.000 zu knacken, das hätte ich mir tatsächlich nicht gedacht, dass das irgendwann mal hier so groß wird. Weil für mich ist es groß. Natürlich, wenn man von oben herabguckt, von den anderen YouTubern, dann ist es ein kleiner Kanal. Aber für mich ist das jetzt mittlerweile ein Ding, was einfach sehr, sehr krass wird hier und was richtig gut ankommt. Und das freut mich mega. Aber wirklich damit gerechnet, dass sowas passiert, habe ich wirklich nicht so. Ja, und dann war ja schon das erste Video, was vor Weihnachten so gut gegangen ist, nämlich diese Switch für Spiele für unter dem Weihnachtsbaum. Das ist ja sehr gut gegangen. Und jetzt kam ein anderes Video, nämlich das Video Spiele, die nach wenigen Minuten oder nach kürzester Zeit schon aus der Konsole geflogen sind. Und wer rechnet denn bitte damit, dass so ein Video mit so einem Titel plötzlich so abgeht? Das
ist mir bis jetzt unbegreiflich, warum das passiert ist. Nachher natürlich immer fragt man sich, woran hatte ich die Lehen, und fragt man sich immer, woran die Lehen hat. Aber es ist passiert, und es hat innerhalb von wenigen Tagen 56.000 Abonnenten, genau, 56.000 Aufrufe geknackt. Wahnsinn. Und dadurch kamen halt innerhalb von 3-4 Tagen schon über 700 Leute dazu. Absolut krank. Ne, ich hatte da einen Tag, denn es fing sonntags abends irgendwie an, dachte ich schon so, wow, was ist denn jetzt hier los? Abonnenten dazu, hatte ich 40, 60, 70, so, wow, was ist denn hier los? 100 irgendwann. Montags ging's weiter. Morgens dachte ich so, okay, da habe ich in der Pause natürlich auf der Arbeit mal reingeguckt und dachte, ja, so krass viel ist ja nicht dazu gekommen. Und dann der Montagnachmittag und auch nochmal der Dienstag und der Mittwoch. Der Dienstag war richtig krank. Morgens ging es immer so, na klar, die Leute sind noch arbeiten, in der Schule, was auch immer. Und nachmittags ging das richtig rum. Ich habe mir sogar über meinen Laptop oben den Live-Tracker quasi angemacht, den Live-Subscriber-Counter da von Social Blade. Und das war richtig cool. Da habe ich wirklich die ganze Zeit immer so drauf geguckt und dachte, wow, was passiert denn da? Zack, wieder einer mehr. Ja, und so war es dann tatsächlich, als ich innerhalb von noch nicht mal einer Woche 1.000 Abonnenten dazu bekommen habe und habe dann die 9.000 geknackt. Und nach aktuellem Stand, gerade eben vom Video, habe ich geguckt, sind es 9.429. Das heißt, die 9.500 stehen auch schon bald vor der Tür, klopfen schon an quasi. Das ist mega krass. Wie gesagt, ich hatte mir für dieses Jahr das Ziel 10.000 gesteckt, so für Ende des Jahres mehr oder weniger. Dass das aber jetzt im Frühling vielleicht schon so weit sein kann oder im Sommer, das ist krass. Das ist wirklich krass gewesen. Ja, deswegen erstmal nochmal vielen Dank an die ganzen Leute, die jetzt hier mich abonniert haben, die hier reingucken und denen das gefällt, was ich hier tue, und die sagen, hey, du bist ein cooler Typ, vielleicht sagt er das ja, ne? Und mach weiter so, und das finde ich gut, deswegen Dankeschön an dieser Stelle, und ja, so kann es weitergehen. Los, fang an, dich zu bewegen, du blöde Lampe. So, Display umklappen. Hallo, wie geht es euch? Ja, ich hatte es ja im letzten Monatsrückblick, glaube ich, schon angekündigt, dass ich immer zwischendurch, wenn ich den Monatsrückblick jetzt hier mache, dass ich ein paar Schnipsel einblenden möchte von mitten im Monat quasi, mehr oder weniger. Oh, da fällt mir was auf. Die Lampe hinter mir ist gar nicht an. Das ist nicht gut. Das muss ich ändern. Da, okay, wunderbar. Ja, ich habe hier so eine tolle LED-Leiste, ne, hinter diesem hässlichen Rohr da oben. Was ich übrigens immer mal verkleiden wollte, dieses Rohr hier oben, aber das habe ich halt nie gemacht. Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich werde es auch nicht machen. So, ja, warum dieser Schnipsel hier? Ich wollte euch eigentlich nur mal kurz, heute ist nämlich übrigens der 20.3., also quasi, das ist, glaube ich, jetzt der erste Schnipsel, den ich schaffe, diesen Monat aufzunehmen, weil bisher aber auch einfach nicht viel passiert ist. Aber es hat sich was getan in meiner Garage, und das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Denn ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich mir wieder eine kleine Retro-Ecke aufbauen möchte. Und der Anfang ist gemacht, denn ich habe mir einen Tisch bestellt, wo übrigens auf dem Karton drauf stand, Achtung, zartes Produkt, bla bla, irgendwas, sei vorsichtig bitte, stand da drauf, und es ist ein Tisch, egal, zarter Tisch. Ja, auf jeden Fall, diesen Tisch habe ich jetzt aufgebaut, ist jetzt mega unspektakulär gerade im Moment, und ihr seht jetzt mal, ich wollte euch mal ganz kurz so ein bisschen das Chaos, was hier aktuell in, oh Gott, die Kamera, in meinem Raum vorherrscht, zeigen, denn, ja, ihr seht ja quasi immer nur, wartet, ich gehe mal hier rum, machen wir das mal eben, so, ihr seht ja sonst immer nur ungefähr so aus dieser Perspektive, ich zoome dann immer so ein bisschen rein, so, ne, und das ist ja so die Perspektive, die ihr sonst so seht, und die ist ja eigentlich ganz in Ordnung, ne, so, und den Rest seht ihr ja nie, ihr seht zum Beispiel nie, ja, mein Schreibtisch, gut, der ist jetzt relativ unspektakulär und relativ aufgeräumt, da steht ein bisschen alte Flaschen und so eine Scheiße rum, die muss ich mal entsorgen, ansonsten ist der halt relativ aufgeräumt, sage ich mal, ne, die Lampe hier, die steht, wenn ich Videos mache, auch noch ein bisschen woanders. Dann kennt ihr hier diese Ecke und mein Regal. Das kennt ihr alles, gar kein Thema. Was ihr aber nicht kennt, ist das hier. Ja, was soll ich sagen? Ne? Ich habe halt ja letztens aussortiert. Hatte ich auch schon vor Ewigkeiten mal gezeigt. Das ist immer noch derselbe Karton, der hier rumsteht, mit demselben Inhalt. Beziehungsweise es ist sogar noch ein bisschen was dazugekommen, weil ich halt noch mehr aussortiert habe. Und jetzt hatte ich halt die glorreiche Idee, mir wieder eine Retro-Ecke einzurichten. Und wie gesagt, da hinten ist der Tisch. Beziehungsweise, das ist mein neuer Tisch. Denn, passt mal auf, ihr kennt doch noch aus Videos, ihr kennt ihn aus Filmen wie der Tisch mit den Kratzern. So, ne, ich habe ja immer, wenn ich hier irgendwas gezeigt habe auf diesem Tisch,
war das immer mega ätzend. So, und dieser Tisch, der so mega ätzend ist, der steht jetzt da hinten. Ich habe einfach halt die Tische getauscht. Bin ich nicht clever? Wahnsinn, oder? Ja, und das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Das ist ein kleiner Zwischenstand, wie gesagt, nur, ne, da hinten seht ihr so meine, ja, Mann, diese Softbox steht jetzt mega behindert. Ey, professionelles Video, over 9000. Ja, da hinten ist meine Kartonsammlung, die ich aktuell auch noch behalten möchte, so, ne, wo ich mir wahrscheinlich auch noch ein paar Schutzhüllen für machen lassen werde vom guten Manuel mit den Sammlerschutzhüllen.de. Mal kurz hier Hashtag Werbung. Unbezahlte Werbung übrigens, ne, diesmal. Ja, und da, die werde ich da auch irgendwie stehen lassen. Das muss ich noch alles ein bisschen kramen und aufräumen. Und dann hier auf diesen Tisch soll halt ein Röhrenfernseher kommen mit meinem Super Nintendo und ein bisschen Dekoration. Und die erste Dekoration, die ihr gesehen habt, ist halt zum Beispiel diese Lavalampe, die immer noch nicht loslegen möchte. Das geht mir auf den Keks, weil ich wollte sie eigentlich jetzt im Video, was ich jetzt gleich aufnehmen werde, im Hintergrund anmachen, damit das ein bisschen was Neues ist. So, ne? Keine Ahnung. Wenn es nicht funktioniert, dann baue ich sie eben ab. Egal. Und ach ja, die machen wir auch noch eben an hier. Jawohl. So, fantastisch. Ja, so viel zum kleinen Zwischenstand. Ich wollte einfach nur mal das Chaos hier an meiner Garage zeigen, wie das hier aktuell aussieht. Ne? Ihr seht es da unten, das ist, ja. Ja, na gut, das kennt ihr ja, da hat sich nichts geändert und so. Aber das werdet ihr dann, sobald ich hier fertig bin, was wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen so passieren wird. Denn ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der mir einen Fernseher zur Verfügung stellt, beziehungsweise den ich halt haben kann, weil mein alter Röhrenfernseher ist ja abgeraucht letztes Mal. Den habe ich vom Speicher geholt, habe ihn eingesteckt. Ich denke, komm, teste ihn mal kurz, bevor du unten alles aufbaust und dann mache ich ihn an und das macht so ein... Ja, ist innen drin irgendwas durchgebrannt, es stank sofort nach Elektrobrand halt, ne? Da habe ich ihn ausgesteckt, runtergetragen und an die Türe gestellt und 10 Minuten später war er weg. Schrotthändler und so. Ja, und deswegen hatte ich halt keinen Fernseher, den bekomme ich aber jetzt demnächst in den nächsten paar Tagen irgendwann von ein paar Freunden von uns. Ich hoffe, er ist noch da, weil ich noch keine Zeit hatte, ihn zu holen. Lange Rede, gar keinen Sinn, das werdet ihr alles dann in der Roomtour sehen, wenn sie dann jetzt demnächst irgendwann da mal kommt. Ja, denn ich habe ja tatsächlich einiges ausgemistet, ne? Naja, was halt alles noch da rumsteht. Das wollte ich nochmal ganz kurz eben loswerden. Jetzt geht's weiter mit dem regulären Monatsrückblick. Mal gucken, ob ich noch einen Schnipsel irgendwann einbauen kann. Ansonsten, tschüss. Aber wie lange ich das nicht mehr gemacht habe, ne? Jo, ihr habt's ja gerade gesehen. Mittlerweile ist meine Retro-Ecke, ja, fertig ist sie nicht. Denn ihr seht's vielleicht schon, da steht im Hintergrund, also da steht die Lavalampe, die ich nicht an meine Retro-Ecke stellen kann. Ich zeige die Retro-Ecke jetzt bewusst nicht, wie sie jetzt aussieht, weil das werdet ihr dann in der Roomtour sehen, wenn sie dann demnächst irgendwann kommt. Ich weiß, das kündige ich jetzt schon seit 2-3 Monaten irgendwie an, aber ich komme hier unten nicht so richtig vorwärts. Wir haben so viel anderen Kram zu tun, ich habe so viel um die Ohren im Moment. Ich bin froh, dass ich es überhaupt schaffe, die Videos zu machen und noch ein bisschen was zu zocken nebenbei, geschweige denn mal hier unten klar Schiff zu machen. Ich mache immer so ein bisschen, was ihr seht, ich habe ja auch meine Spiele ein bisschen umsortiert, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ja, solche Sachen mache ich, aber diese große Müllecke hier, die ich hier habe, was heißt Müll? Das ist ja Kram, der auf den Speicher kommen soll, den ich einfach nicht hier unten brauche, ich will ihn aber auch nicht wegschmeißen. Da komme ich einfach nicht zu. Deswegen, ich zeige euch jetzt die Retro-Ecke mal nicht, weil sie ist noch nicht fertig und ihr solltet auch dann in der Roomtour etwas Neues zu sehen bekommen, weil sonst hat sich ja nicht so unfassbar viel verändert. Beim Kanal des Monats habe ich mir diesmal 3 Kanäle notiert. Ich muss mich aber jetzt für einen entscheiden. Und warum ist der Fokus nicht auf mir? Der Kanal des Monats, wie gesagt, ich hatte mir 3 Kanäle notiert. Der eine ist ein Kanal, der zu meinen direkten YouTube-Kollegen so zählt, der Kumasi. Der andere Kanal ist einer, der jetzt wiedergekommen ist, der wieder Videos macht, der Yetivin, wo ich mega mich gefreut habe, dass er wieder ein paar Videos gemacht hat. Und der dritte Kanal ist dann jetzt auch mein Kanal des Monats, den ich euch empfehle. Ich möchte die alle empfehlen, ne? Kumasi, Yetivin, geht da mal drauf, aber da werde ich jetzt nicht viel zu sagen, auch nicht verlinken. Das müsst ihr selber mal gucken. Ansonsten, vielleicht kommen die ja nächsten Monat dran. Mein Kanal des Monats, den verfolge ich jetzt seit Anfang des Jahres ungefähr. Er ist ein Deutscher, der in Amerika lebt zurzeit. Er hat jetzt bald seinen Aufenthalt, da wird er bald beenden. Der ist mit seiner Familie da drüben. Hat er angefangen, dort drüben in Amerika sich eine Spielesammlung, eine Videospielsammlung aufzubauen. Ich weiß nicht genau, ob er vorher oder ob er hier in Deutschland auch schon was hat oder ob er viel hat, keine Ahnung. Aber da drüben hat er angefangen, sich eine Sammlung aufzubauen, weil es halt viele Sachen einfach günstiger gibt, da gibt es andere Sachen. Und das ist einfach ein super cooler Kanal, weil erstens
ist das, was er macht, mega informativ, weil das halt Themen sind, die ich von hier aus gar nicht beleuchten könnte oder niemand von hier aus beleuchten kann, weil er halt direkt dort vor Ort ist. Er hat die ganzen Sales, die es da gibt, die Garage Sales, er hat Goodwill, er hat die ganzen Ketten, die es da gibt, er hat irgendwelche Gaming-Läden, die es hier nicht gibt. Und das ist einfach mega interessant und er hat auch sehr, sehr viel Ahnung von diesen ganzen US-Games und von der PlayStation 1 bis 4 über die Nintendo Switch und NES und was weiß ich was alles. Er hat da mega viel Ahnung von, er macht immer Preisvergleiche, er sagt coole Sachen, die es hier in Amerika gibt, aber nicht in Deutschland oder auch mal andersrum, so coole Sachen, die es bei euch oder in Deutschland gibt, aber die ich hier in Amerika nicht finde und das zu jeden Plattformen, es ist einfach ein mega cooler Kanal. Allein das macht schon sehenswert. Aber was für mich noch viel wichtiger ist, er ist einfach ein super sympathischer Typ. So. Wenn ich mir die Videos von, wenn ich schon das Vorschaubild sehe, wo er sich da mega Mühe gibt mit den Vorschaubildern allein schon, nicht das Bild, die Bildbearbeitung an sich, aber das, was er immer macht, allein schon das Vorschaubild zu seinen, ich glaube, PlayStation 2 US-Games war es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da hat er sich so einen Turm gebaut aus PlayStation 2 Spielen, wo er dann so durchguckt und wie so ein Tor, allein diesen Aufwand zu betreiben, wenn ich mir überlege, die ganzen Spiele aus dem Regal zu nehmen, so ein Ding aufzubauen, da kurz das Intro zu machen und dann den ganzen Krempel wieder zurückzuräumen, Wahnsinn. Also, wie gesagt, er ist auch einfach so ein sympathischer Kerl. Ich höre ihm gerne zu. Er hat eine sehr tiefe, beruhigende Stimme. Immer sehr ruhig. Und er weiß einfach, wovon er redet. Und das, diese Kombination gefällt mir so gut, dass ich euch den Super Lario vorstellen wollte und dass mein Kanal des Monats ist. Wirklich sehenswert, muss ich einfach sagen. Guckt mal rein, lasst ihm ein Abo da. Kommentiert, schreibt ihm viele Grüße von Finch, wir kommen von Finch, so macht da mal Randale bei ihm, so, ne? Würde mich freuen. Hat jetzt, glaube ich, irgendwie 1400, 1500 Abos ungefähr. Läuft doch ganz ordentlich bei ihm, so klar, weil es halt ein außergewöhnlicher Kanal ist, aber da muss noch mehr daher. Ne? So, deswegen Super Lario ist mein Kanal des Monats. Das nächste Thema, ich muss noch gar nicht gucken, was ich aufgeschrieben habe, ist ein bisschen Gaming-bezogener Kram. Und zwar wollte ich ganz, ganz kurz über Nintendo VR, über die Google Stadia oder wie sie heißt sprechen und über PlayStation Showcase, was sie hier eingeführt haben. Da werde ich wirklich nur kurz drauf eingehen auf die Sachen, weil die ganzen Sachen interessieren mich nicht so mega. Was mich doch am meisten interessiert, ist tatsächlich Nintendo VR. Denn ich bin mir nicht sicher, ob ich da die richtige Zielgruppe für bin. Ich werde mir das Teil mit Sicherheit angucken, wenn es rauskommt. Aber ob ich das dann so geil finde am Ende, sei mal dahingestellt, weil man muss einfach auch sagen, dass ich habe ja nun auch die PlayStation VR, habe ich das eigentlich eben PlayStation VR oder Nintendo VR gesagt? Ihr wisst, was ich meine. Die PlayStation VR ist ja schon von der Grafik eingeschränkt. Ne? Wenn ich mir so die letzten VR-Spiele, die ich gespielt habe, angucke, die sahen alle schön aus, war aber natürlich kein Vergleich zu den aktuellen großen Spielen. Red Dead Redemption, Devil May Cry, was weiß ich alles, ne? Klar, die ist ein so großer Unterschied. Ne? Das kriege ich gar nicht hier auf meinen Bildschirm drauf. So groß ist der Unterschied. Allein schon von PlayStation-Spielen zu PlayStation-VR-Spielen. Wenn ich mir aber manche Nintendo Switch-Spiele angucke auf dem Fernseher, dann sind die ja schon eingeschränkt. Und was soll dann diese Brille bitte noch darstellen? Ne? Ich meine, ich habe mir da noch gar nichts groß zu angeguckt, nur dass man halt das irgendwie mit Pappe halt machen muss, ne? Mit Nintendo Labo. Ja, wie gesagt, ich gucke es mir da mal an, wenn es kommt. Aber ich erwarte da eigentlich gar nichts. Google Stadia kann ich auch direkt abhaken, indem ich einfach sage, das interessiert mich absolut gar nicht, muss ich sagen, weil, um das nutzen zu können, was sie da anbieten, dass ich wirklich dann auf meinem Fernseher oben 4K-Games mit krassem Scheiß streamen kann, ja, da habe ich einfach keine Internetleitung für. Ich wohne hier auf dem Dorf, bei mir ist Gott sei Dank schon eine 25.000er möglich, aber ich bezweifle, dass ich dann ein 4K-Spiel streamen könnte. Mit einer 25.000er Leitung. Die ist zwar IP-basiert, sprich, ich habe die 25.000 ja wirklich immer anstehen, aber trotzdem, das wird nicht machbar sein. Ich habe ja schon, wenn ich einen 4K-Film gucken möchte, über Stream, dann wird es ja schon schwierig, aber geschweige denn ein Spiel, weiß ich nicht. Deswegen halte ich davon halt nichts, zumal man auch, ne, ich bin Sammler, deswegen interessiert mich das sowieso eigentlich nicht. Ich meine, klar, auch mal kurz irgendwo reinzugucken, wäre es vielleicht ganz nett, aber ja, ich will da eigentlich nichts für ausgeben, sagen wir es mal so. Zu guter Letzt haben wir dann auch das PlayStation Showcase, oder wie es hieß. Und das, muss ich sagen, war meiner Meinung nach relativ überflüssig. Ich habe immer über die letzten Nintendo Directs so ein bisschen
ja, geschimpft werde ich nicht sagen, aber ich war da auch immer so ein bisschen ernüchtert danach. Ich war nicht enttäuscht, das will ich nicht sagen. Die letzte Nintendo Direct war okay. Die Indie Direct mit den Indie Games war auch cool. Da waren auch viele geile Sachen bei. Aber alles nichts, wo ich sage, wow, das ist jetzt der absolute Hammer so. Zuletzt dann A Link to the Past als Remake. Okay, das war, nicht A Link to the Past. Link's Awakening. Oh mein Gott. Das als Remake, natürlich geil, ja. Aber so richtig weggeblasen hat mich da eigentlich schon auch länger nichts mehr. Und deswegen hatte ich bei diesem PlayStation Showcase auch keine hohen Erwartungen, weil ich dachte, was wollen sie denn machen jetzt so? Und genau das haben sie bestätigt. Da wurde für mich nicht groß irgendwas Cooles gezeigt. Klar, da wurden ein paar Trailer noch gezeigt und ein paar Sachen angekündigt und vorhandene Sachen gezeigt, aber alles nichts, was ich mir nicht auch einfach, wo mir nicht einfach ein Trailer gereicht hätte. So viel dazu, ne? Der Game Mansion hat ja eine Zusammenfassung dazu gemacht. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch die mal. Joa, was soll ich da groß zu sagen, ne? Dann haben wir ein Spiel des Monats tatsächlich, da muss ich noch kurz drauf eingehen, und zwar ist das bei mir Yoshi's Crafted World. Ja, denn ich hatte ursprünglich mit Devil May Cry 5 aufgeschrieben, weil ich dachte, Yoshi, hast du noch nicht so lange, hast du auch nicht so weit gespielt bisher, ich habe zwar schon ein paar Stunden investiert, aber ich bin halt noch nicht so unfassbar weit. Und weil halt Devil May Cry, ne, da bin ich ja fast durch, dann nimmst du das, weil das schon geil war irgendwie. Aber Yoshi's Crafted World ist nochmal, hat mich nochmal mehr gefesselt irgendwie. Denn ich hatte es ja schon im Angespielt gesagt, dass ich das besser finde als Woolly World. Ne, viele sind nicht der Meinung, viele fanden Woolly World besser. Viele fanden Woolly World besser. Ich finde aber Crafted World tatsächlich besser. Ich kann nicht so genau sagen, woran das liegt. Ich finde auf jeden Fall die Optik schon mal cooler. Ich finde das sehr charmant, wenn man die Level dann rückwärts spielen kann und guckt dann auf die Level von der anderen Seite, ne? Und man sieht dann, dass halt nicht alles schön ist wie vorne. Ne? Dass da vorne hat man schön alles beklebt mit bunten Sachen und man sieht, dass das alles handgebastelt ist quasi, ne? Das Level. Wenn ich aber dann von hinten, also von andersrum spiele und gucke von hinten aufs Level, sieht man, dass das einfach nur beklebte Kellogg's-Packungen sind, Klopapierrollen und sowas. Und das finde ich mega witzig. Das fand ich sehr cool. Dann finde ich diese Thematik oder Schematik sehr cool mit diesem großen Yoshi zum Beispiel, wo man da ne, mit den dicken Boxhandschuhen da rumrennt. So. Auch eine geile Sache. Dafür gab es ja bei Woolly World die kleinen Sachen, wo man als Schirm da rumgeflogen ist oder als Motorrad oder so. War auch cool, aber das hier gefällt mir tatsächlich irgendwie besser. Ich finde auch die Bosse bisher ziemlich cool, die ich so gespielt habe. Waren alle, man musste direkt das Gameplay anwenden, das war alles innovativ irgendwie. Gefällt mir sehr, sehr gut. Yoshi's Woolly World, die Musik, ach, Yoshi's Woolly World sage ich schon, Yoshi's Crafted World, mega cool, ey. Die Musik ist das Einzige, was ich kritisiere. Ich hatte in meinem Angezock gesagt, oh, Musik ist bisher ganz nett, ist sie ja auch. Ich hoffe nur, dass sie nicht irgendwann anfängt zu nerven. Tut sie aber leider. Irgendwann ist die Musik einfach, ja, weiß ich nicht. Reicht halt einfach irgendwann, ne? Aber trotzdem, Yoshi's Crafted World für mich auf jeden Fall mein Spiel des Monats. Ich bin, wie gesagt, nicht durch. Jetzt morgen Abend, übermorgen, am Freitag, habe ich sturmfrei zu Hause. Und da werde ich mich wahrscheinlich dann dem Rest von Devil May Cry dann endlich mal widmen, dass ich das auch mal komplett durch habe. Und dann werde ich Yoshi's Crafted World vermutlich weiterspielen. Da habe ich mega Bock drauf. Finde ich cool. Ist nochmal ein Jump'n'Run, was mich auf jeden Fall nochmal gepackt hat. Ich habe nämlich jetzt hier als Ende drin stehen Vorschau wieder auf April. Und Spiele habe ich tatsächlich auch ein paar vorbestellt jetzt für den April. Aber das hält sich alles in Grenzen irgendwie, was auch ganz gut ist mal. Und zwar kommen im April zwei Final Fantasy Spiele raus für die Nintendo Switch. Und zwar einmal am 16. kommt Final Fantasy 10 raus und am 30. kommt Final Fantasy 12 raus. Und dann kommt am 18.04. Trüberbrook. Gibt's ja mittlerweile, glaube ich, sogar schon für den PC. Und für die Konsolen oder speziell auch für die Switch kommt es am 18.04. raus. Das sind die drei Spiele, die ich mir holen werde. Trüberbrook, ne, brauche ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Werden wir vielleicht mal anspielen dann oder so. Muss ich mal gucken. Ist ja ein Point-and-Click. Mit sehr gut, also sollen gute deutsche Synchronsprecher bei sein, beziehungsweise bekannte Leute. Jan Böhmermann zum Beispiel. Und das werde ich mir angucken. Ich finde das Ziel sehr cool. Deswegen Trüberbrook. Ja, sind nicht allzu viele Spiele, die im April dazukommen werden, also zumindest nicht, die ich vorbestellt habe, vielleicht werde ich hier und da noch was kaufen, aber ich denke eher nicht, weil ich ja wie gesagt den Tattoo-Termin habe, das kostet auch eine ganze Stange Geld, deswegen wird der Monat April ein bisschen kleiner ausfallen, denke ich mal.
Das war es dann. Wie lange nehme ich denn jetzt auf eigentlich? Ach du Scheiße, da muss ich aber einiges wegschneiden. Nun gut, dann würde ich sagen, bin ich jetzt auch raus? Ja, ich wünsche euch einen schönen April, schöne Ostertage. Wir sehen uns mit anderen Videos zwischendurch. Schreibt mir was Cooles in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.